Man muss sich mal vorstellen, wenn man also Wochen, Monate lang nie wirklich ausgeschlafen ist. Es gibt vor allem auch so gereizte Stimmungen, depressive Verstimmungen. Das sehen wir ganz, ganz häufig. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Entspannung wirkt und dieses Mal ein Interview zum Restless Leg Syndrom, abgekürzt RLS. Das Restless Leg Syndrom ist eine Erkrankung des Nervensystems, bei der die Betroffenen eine Unruhe in den Beinen und damit verbunden einen starken Bewegungsdrang verspüren. Ich habe mit der Expertin in Deutschland darüber gesprochen, mit Claudia Trenkwalder. Die Professorin ist Neurologin und Chefärztin der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel. Ich habe sie gebeten, das Restless-Leg-Syndrom erst einmal zu beschreiben. Das sind ganz unangenehme Beschwerden, Missempfindungen, üblicherweise in den Beinen, die ausschließlich in Ruhesituationen auftreten und die vor allem abends und in der Nacht auftreten. Bei Bewegung und Aktivität wieder verschwinden. Und das Entscheidende daran ist, dass ein Bewegungsdrang daran gekoppelt ist. Das heißt, der Patient hat das Gefühl, er muss aufstehen, er muss sich bewegen, er kann nicht länger sitzen bleiben. Und da das eine zirkadiane Rhythmik hat, das heißt vor allem abends und nachts auftritt, stört es ganz ausgeprägt den Schlaf. Und die Schlafstörungen sind das Symptom, was die meisten Patienten zum Arzt führt. Es ist wirklich eine ernsthafte, die Gesundheit und Lebensqualität beeinträchtigende Erkrankung. Es ist wirklich eine Erkrankung. Es ist nicht nur ein Zustand. Was ist die Ursache? Weiß man das? Die Krankheit entsteht ja im Gehirn. Ja, die Ursache ist wirklich vielfältig. Es gibt nicht eine Ursache. Es gibt viele genetische Faktoren. Man kennt inzwischen bis zu 19 Risikogene, die in unterschiedlicher Ausprägung dazu führen kann, dass man ein Risiko hat, RLS zu bekommen im Lauf des Lebens. Und dazu kommen dann Faktoren von außen, also Erkrankungen, Umweltfaktoren, aber vor allem zum Beispiel Störungen wie Eisenmangel, Nierenerkrankungen, entzündliche Erkrankungen. Und dann tritt die Erkrankung wirklich auf. Aber es kann eben auch sein, dass Kinder schon unter Restless-Leg-Syndrom leiden, wenn die es sozusagen genetisch mitbringen. Ja, es gibt Kinder und Jugendliche, die darunter leiden. Und wenn man da genauer nachfragt, ist es fast immer in den Familien bekannt. Das heißt, da gibt es eine ganz ausgeprägte genetische Empfindlichkeit. Und man kann sich das wie in so einem Schaubild auch vorstellen, dass man sagt, je jünger das Alter, in dem die Beschwerden auftreten, desto höher die genetische Belastung und je später, desto mehr die zusätzlichen Erkrankungsbelastungen. Und gibt es auch einen Anteil der Psyche an der Entstehung? Also es ist auf alle Fälle so, dass bei depressiven Erkrankungen RLS dann mehr ausgeprägt werden. Und das Ganze ist auch wirklich ein Stress. Also der Stressfaktor ist nicht zu unterschätzen. Wir wissen aber auch, dass die chronischen Schlafstörungen, die die Restless-Legs-Patienten haben durch die Erkrankung, dass die auch vermehrt zu depressiven Störungen führen können und zu Stimmungslabilität. Man muss sich mal vorstellen, wenn man also Wochen, Monate lang nie wirklich ausgeschlafen ist. Es gibt vor allem auch so gereizte Stimmungen, depressive Verstimmungen. Das sehen wir ganz, ganz häufig. Kann das auch sein, dass man den Bewegungsdrang nachts, dass man dadurch zwar nicht wach wird, aber dass man so Weckimpulse wie bei einer Apnoe hat? Ist das möglich, dass man gar nicht richtig regeneriert in der Nacht? Richtig. Es ist ja ganz typisch und auch ein diagnostisches Kriterium, weswegen wir Patienten im Schlaflabor untersuchen.
dass vermehrte Beinbewegungen auftreten, sogenannte periodische Beinbewegungen, PLM. Und die können während des Schlafes auftreten und dann zu Weckreaktionen führen oder zu sogenannten Arousals, wie wir das nennen, dass man zwar weiter schläft, aber in ein leichteres Schlafstadium gerät und gar nicht wirklich in den Tiefschlaf kommen kann, weil immer wieder so eine Beinbewegung auftritt. Es kann aber auch sein, dass in den Phasen, wo man nachts wach ist, was ganz normal ist, dass man mal zwischendurch eine Wachphase hat, dass auch da vermehrte Beinbewegungen sind. Die können auch während der Wachphasen auftreten. Und das ist auch noch ein ganz typisches Zeichen für Restless Legs. Die Folge davon ist eben, dass bei vielen Patienten das kein erholsamer Schlaf ist. Auch wenn die, sage ich mal, 8 Stunden im Bett liegen, ist der Schlaf qualitätsmäßig einfach nicht so gut, als wie wenn weniger Beinbewegungen sind. Das ist aber eine schwierige Frage. Wir wissen auch bei den Schlafapnoe-Patienten, die auch ganz viele Beinbewegungen haben, auch bei anderen Erkrankungen, dass das auch ein unspezifisches Phänomen ist. Auch mit zunehmendem Alter kann das auftreten. Da wird man auch gar nichts dagegen tun. Und manche Menschen schlafen trotzdem gut. Aber wie gesagt, wenn diese Weckreaktionen durch die Beinbewegungen auftreten, dann wird es zum Problem. Und viele gehen ja dann aufgrund der Schlafstörungen zum Hausarzt und trotzdem wird es nicht immer erkannt oder vielleicht nimmt es auch zu, aber es ist, glaube ich, auch eine Problematik, dass das nicht so rasch diagnostiziert wird. Ich denke, es ist so wie bei allem, der Hausarzt diagnostiziert nur, was er kennt. Und er muss natürlich halt auch die richtigen Fragen stellen, weil der Patient es oft gar nicht wirklich in Zusammenhang bringt. Diesen Bewegungsdrang am Abend und dann irgendwie die Schlafstörung und die Müdigkeit am nächsten Tag. Ja. Aber das, wenn man das weiß, sollte man immer, wenn Schlafstörungen auftreten, wenigstens 2 Fragen bezüglich RLS stellen, denn das kann man ja wirklich sehr einfach erfragen. Und was kann die Folge sein, wenn man jetzt über lange Zeit hinweg aufgrund von RLS einfach nicht erholsam schläft? Was kann dann in der Folge passieren? Es geht einem tagsüber wahrscheinlich einfach erstmal nicht so gut, aber können auch Krankheiten dadurch dann weiter noch in der Folge ausgelöst werden? Ja, das heißt, das weiß man nicht wirklich genau, aber auf alle Fälle depressive Verstimmungen, das ist sicher so. Dann ist die Frage, ob dadurch auch nächtlicher hoher Blutdruck entstehen kann oder ob der hohe Blutdruck wiederum die RLS bedingt. Aber da gibt es auf alle Fälle einen Zusammenhang zwischen Blutdruckstörungen und Restless-Legs-Syndrom. Ich würde denken, es sind auf alle Fälle psychische Störungen, aber auch die Lebensqualität leidet natürlich ganz deutlich drunter. Und ich würde mal sagen, die Work-Performance, denn man kann einfach nicht so gut arbeiten, wenn man nicht ausgeschlafen ist. Wie lange sollte man schlafen? Also zwischen 7 und 8 Stunden ungefähr. Also das ist schon sehr variabel. Wir kennen auch Leute, die mit 6 Stunden ausgeschlafen sind. Da gibt es eine wirklich biologisch individuelle Spannbreite. Und letztendlich zählt, wie sich der Mensch selbst fühlt. Sagt, ich habe gut geschlafen oder ich bin nicht müde, dann hat der Schlaf ausgereicht. Und kann sich sowas auch im Laufe des Lebens, kann sich auch verändern oder ja klar, auch durch solche das Erkrankungen. Auf alle Fälle. Natürlich brauchen Jugendliche mehr Schlaf. Dann wird mit zunehmendem Alter die Schlafdauer auf alle Fälle weniger. Auch die Schlaftiefe wird weniger. Ein 60-, 70-Jähriger hat fast keinen Tiefschlaf mehr. Also das reduziert sich. Die Schlafstadien ändern sich signifikant im Laufe des Lebens. Aber das heißt, der Körper regeneriert sich dann auch ohne Tiefschlaf während der Nacht? Wie gut oder schlecht sich das Gehirn regeneriert, ist eine Altersfrage auch. Und man ist ja derzeit auch der Meinung, dass im Schlaf auch sozusagen negative Eiweißstoffe, die zum Beispiel zur Alzheimer-Erkrankung beitragen können, entsorgt werden wieder im Gehirn und dass das auch eine Funktion des Schlafes ist. Da gibt es sicher kontroverse Forschung noch, aber wir sehen ganz, ganz viele Patienten ja schon seit vielen Jahren in unserem Schlaflabor in der Klinik mit
Parkinson-Erkrankungen, Restless Legs, aber auch gesunde andere Schlafstörungen. Und man schaut dann oft auf so eine Schlafkurve hin und dann kann man schon nach ein paar Seiten durchblättern sagen, also der muss auf alle Fälle über 50 sein und der hat ganz bestimmt eine zum Beispiel neurodegenerative Hirnerkrankung, weil der Schlaf dann sich einfach ganz anders zusammensetzt, hat viele Unterbrechungen, ist viel unregelmäßiger. Also viele, würde ich mal sagen, Hirnerkrankungen kann man am Schlafmuster schon ganz früh erkennen. Zu Restless Legs, welche Therapien gibt es? Früher hat man mit L-Dopa angefangen, also mit dem Dopamin selbst. Jetzt geht man eher zu Dopaminagonisten über, aber vor allem in ganz niedriger Dosis. Ich glaube, das ist die entscheidende Botschaft, nur niedrig dosiert. Und dann würde man das aber noch je nach Alter des Patienten unterscheiden. Bei jüngeren Patienten würde ich erstmal sehen, ob man nicht auch ohne Medikamente auskommt, ob man vielleicht erstmal den Eisenstoffwechsel untersucht, ob ein Eisenmangel vorliegt, dann Eisenersatz zufügt und ob vielleicht andere Erkrankungen eine Rolle spielen, die man primär mal behandeln kann, bevor man wirklich zu einer Dauertherapie von dopaminhaltigen oder anderen Medikamenten greift. Ein Problem ist ja eben auch, dass es zu dieser Augmentation kommen kann. Augmentation ist, wenn letztendlich die Dosis eigentlich zu hoch ist und über lange Zeit dann auch immer mal wieder die Dosis gesteigert wird, meistens vom Patienten selbst, weil die Therapie nicht ausreicht. Und dann ist es wie so ein Teufelskreis. Man nimmt immer eine höhere Dosis, die reicht wieder nicht, dann steigert man wieder um einen Schritt. Und dann wird das Ganze deutlich schlimmer. Das heißt, es kommt eigentlich zu einer Überstimulation mit Dopaminergika und man bewirkt genau das Gegenteil, nämlich eine Verschlechterung des Restless-Legs-Syndroms. Das ist eine absolut ernstzunehmende Nebenwirkung und zurzeit würde ich sagen, hier in Deutschland die Hauptproblematik in der Behandlung des RLS, dass zu wenig darauf geachtet wird, dass eine Augmentation unter dopaminhaltigen Medikamenten auftreten kann. Es ist immer ratsam, je später man mit so einer medikamentösen Therapie anfängt, desto besser. Ich würde mal sagen, andererseits ist es aber auch so, wenn natürlich eine deutliche Störung im Schlafbereich oder auch am Abend besteht, dass man nicht sitzen kann, nicht ins Kino gehen kann oder nicht in Gesellschaft sitzen kann, dann sollte man natürlich was einnehmen. Ja, das lohnt nicht, das immer alles auszusitzen. Aber eben darauf achten, manchmal hilft ja auch eine intermittierende Therapie, dass man nur dann was einnimmt, wenn so eine Situation da ist. Bei vielen aber, die täglich Schlafstörungen haben, braucht man dann schon eine kontinuierliche Therapie. Und das ist häufig ein Altersphänomen. Also je älter jemand wird, desto ausgeprägter können die Beschwerden sein. Und so an nicht-medikamentöser Therapie? Mal milde Bewegung, vor allem der Beine am Nachmittag und Abend, dass da eine gute Durchblutung stattfindet. Es hilft das Vermeiden von Kaffee und Koffein, weil das natürlich auch nochmal Schlafstörungen macht. Manchmal hilft auch einfach warm-kalt duschen, massieren, reiben. Also bei milden Störungen hilft das alles. Wenn es aber ein ausgeprägter Bewegungsdrang ist, dann wird das nicht ausreichen. Es gibt ja so eine Selbstbeurteilungsskala, die kann ich verlinken, die ist online verfügbar. Ja, genau. Das ist wirklich sehr hilfreich, sowohl für die Patienten selbst, um sich einzuschätzen, als auch dann zur Therapiekontrolle bei den Ärzten. Es sind einfach 10 Fragen, die man beantworten kann und die so einfach den Schweregrad einschätzen. Die sind auch verwendet worden für sämtliche Therapiestudien. Das heißt, es ist ein validiertes Instrument, um die Schwere eines RLS-Syndroms einzuschätzen. Zu welchem Arzt sollte man am besten gehen? Zur Neurologin? Sollte zum Neurologen gehen, unbedingt wenigstens einmal zum Neurologen, weil es auch andere neurologische Erkrankungen geben kann, die mal so ähnlich aussehen. Und dann sollte man vielleicht einmal im Schlaflabor sich untersuchen lassen
um zu sehen, wie sieht denn der Schlaf eigentlich aus. Und welche Tipps haben Sie noch für Betroffene? Ja, vielleicht können wir noch ergänzen, dass natürlich auch die Medikamente nicht dazu führen oder bei vielen führen werden, dass man komplett symptomfrei ist. Letztendlich ist es eine Erkrankung, die schon auch variabel ist. Es gibt Zeiten, wo es viel besser ist und es gibt Zeiten, wo es irgendwie schlechter ist. Das hängt auch mit Stress, mit Umweltfaktoren zusammen. Aber der Patient sollte eigentlich auch wissen, dass man von ärztlicherseits so einen Teil dazu beitragen kann und die Medikamente auch helfen, aber dass man es nicht so wie wenn man Antibiotikum gibt und die Infektion ist weg, dass man das RLS nicht wirklich, sage ich mal, heilen kann, sondern dass man versuchen muss, das ins Leben zu integrieren, vielleicht auch eben mit bisschen Bewegung, bisschen Sport. Das wäre mir noch so ganz wichtig, weil wir viele Patienten sehen, die kommen und sagen, ich habe Restless Legs, tun Sie was, das muss verschwinden. Wir können es nicht wirklich zum Verschwinden bringen. Wir können Empfehlungen geben, wie man damit im Alltag umgehen kann, aber es gibt im Augenblick keine Möglichkeit, diese, würde ich sagen, sehr komplexe Störung irgendwie, die auch in viele Bereiche des Lebens hineinwirkt, dass man das völlig zum Stoppen bringt. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview an Claudia Trenkwalder und auch euch Dankeschön, die ihr zugehört habt. Lasst gerne ein Abo hier für Entspannung wirkt. Und vielleicht helfen euch ja auch die Traumreisen, die ich hier auf dem Kanal veröffentliche, beim Ein- und Durchschlafen. Das war's für dieses Mal. Alles Gute und bis demnächst.